Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Heute ist der 27.12.2020. 4 Tage noch, dann ist Neujahr 2021. Wir wünschen uns alle etwas Besseres als dieses Jahr, weil Corona uns doch alle sehr mitgenommen hat. Und ich bin sicher, ich spreche für fast alle, die, dass wir uns ein besseres Jahr ohne Corona wünschen. Und ich wünsche mir auch, dass sich nicht mehr so viele Menschen anstecken und oder sogar daran sterben, weil es ist schade um jeden Einzelnen. Naja. Heute war Claudia da, eine frühere Angestellte, also Assistentin. Und sind spazieren gegangen und haben getratscht und Kaffee getrunken. Heute ist Sonntag, es ist gerade 19:10 Uhr. Es war ein angenehmer Spaziergang mit Claudia und wir haben uns gut unterhalten. Es war relativ kalt, aber nicht zu kalt. Also mit Decke und Jacke ging's. Und wir haben, sie hat mir sehr viel erzählt von den letzten Monaten, seit ich sie gekündigt habe. Und irgendwie habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, weil sie doch sehr ins Straucheln gekommen ist, dadurch, dass ich sie gekündigt habe. Und sie jetzt doch sehr weite Fahrtwege zurücklegen muss, damit sie zu genug Stunden kommt. Über eine Stunde teilweise. Und das tut mir schon sehr leid für sie, weil ich ja nichts gegen sie hatte in dem Sinn. Außer, dass sie mir ein bisschen zu fröhlich war und dass meine Mutter sich nicht gut mit ihr verstanden hat. Aber, und dass ich ihr halt so menschlich nicht so vertraut habe wie Sonja zum Beispiel. Aber das hätte sich vielleicht noch ergeben. Und irgendwie tut's mir leid, dass ich sie gekündigt habe. Aber irgendwie will ich's nicht bereuen, weil es hatte ja seine Gründe und sie war nicht schuld dran oder sie hat nichts falsch gemacht. Aber ich hatte meine Gründe und die sind heute noch immer so wie damals. Und also ich bereue in dem Sinne nicht, dass ich sie gekündigt habe. Ich finde es nur schade, dass sie jetzt so harte Lebensumstände hat. Aber ich bin sicher, sie bekommt das hin. Zumindest wünsche ich ihr das fürs nächste Jahr. Und ich hoffe, sie besucht mich noch öfter. Es war nämlich wirklich ein schöner Tag mit ihr und irgendwie fehlt sie mir auch. So von der Art her, aber ja, das ist halt so. Sie war zumindest nicht so wie Corinna. Stunden betrügen und so, das war Claudia nicht. Der konnte man schon vertrauen. Aber naja. Morgen kommt Daniel. Morgen muss ich aufstehen, duschen. Um 9, um 9:30 Uhr. Und ja, nachmittags kommt Daniel.
Ich hoffe, er ist schon wieder gesund und kommt auch wirklich. Ich würde mich sehr freuen, mit ihm kann ich immer über Technik reden und er ist ganz anders als Sonja, aber er ist auch ein Mann und er ist auch ein Mann und sind ganz andere Gesprächsthemen als mit Sonja. Und ich finde, die beiden ergänzen sich gut. Die beiden ergänzen sich gut. Einerseits dieses Technische, ja, männliche Denken und er ist sicher auch ein gefühlvoller Mensch, aber auch einfach diese sachliche. Und auf der anderen Seite Sonja mit dem herzlichen, menschlichen und was Frauen halt so haben. Oder wie ich bin und wie wir uns verstehen und über was wir reden. Und das ergänzt sich einfach gut. Und fühlt sich gut an. Und übermorgen kommt Daniel wieder, dann kommt 2 Tage Sonja. Und dann ist sie schon neuer. Und wir haben geplant, Raclette zu essen. In der Silvesternacht. Alleine meine Eltern und ich. Und sonst ist eigentlich noch nichts geplant. Wir werden keine Raketen schießen, weil das bei uns sowieso verboten ist. Und weil wir einen Hund haben, seit wir Hunde haben, schießen wir keine Raketen mehr. Das war als Kind, war das hin und wieder. Aber mein Bruder schießt bei sich im Grundstück Raketen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr, aber hat er die letzten Jahre gemacht. Oder bei Freunden. Aber bei uns zu Hause wird nicht geschossen. Es passiert so viel beim Raketenböllern und zweitens mal haben wir einen Hund, der nervös wird, wenn vom Haus geschossen wird. Und das muss nicht sein. Sonst geht's mir relativ gut, jetzt wo ich nicht täglich mit Kerstin oder Christoph telefoniere, mache ich mir auch nicht so viele Gedanken über meinen Gemütszustand, was echt mal Erleichterung schafft. Es klingt komisch, aber ist so. Ja. Ich habe angefangen, Anfang Dezember das Ganze von mir wegzuschieben. Ich habe gemerkt, es geht mir nicht gut und habe versucht, das alles irgendwie zu ignorieren und irgendwie drüber wegzukommen, indem ich es einfach ausblende. Und es war teilweise schwer, es war teilweise anstrengend und auch mit viel Traurigkeit verbunden, aber im Endeffekt hat es sich ausgezahlt. Ich bin nicht der Mensch, der dafür ist, dass man alles verdrängt oder so. Aber in Zeiten, wo es halt nicht anders geht, muss auch ich meine Strategien finden. Und das ist zum Beispiel jetzt bei Corona der Fall, weil ich nicht zu Kerstin kann und nicht zu Christoph. Und ein Vier-Augen-Gespräch
ist immer effektiver als das am Telefon. Und deswegen habe ich versucht, es zu verdrängen. Oder versuche ich das weiterhin. Es hat ganz gut funktioniert. Wie lange es noch gut funktioniert, weiß ich nicht. Ich hoffe noch länger. Aber mal schauen. Der Corona-Lockdown dauert auch noch bis 18. Also vorher ist die Massentestung. Und ab 18. macht alles wieder auf. Und ja, dann kann ich vielleicht auch wieder zu Kerstin und Christoph. Aber jetzt die nächsten 2, 3 Wochen ist es eben nicht möglich und damit muss ich leben. Und das ist nicht leicht, aber es funktioniert. Es funktioniert umso besser, wenn ich nicht dauernd darauf angesprochen werde, wie es mir geht und eine ausführliche Antwort erwartet wird. Ich bin nicht glücklich, würde ich sagen, aber es geht mir ganz okay. Und das ist ja schon mal ein Anfang. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Eure Ines, bis zum nächsten Mal.